Sega. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show. Lang erwartet, und zwar von Company of Heroes 2. Und wenn sich jetzt alle schon freuen, yay, es ist raus, dann muss ich euch leider enttäuschen, es ist nur der Beta-Stress-Test, den ich hier zocke. Ja, ich bin an einen Code rangekommen und habe somit jetzt schon die Möglichkeit, Company of Heroes 2 zu zocken. Habe ich gestern zwei Gefechte gemacht. Und ich will das euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen zeige ich es euch hier. Company of Heroes 2, es ist endlich da. Oder zumindest der Beta-Stress-Test ist da, wie gesagt. Wenn das Spiel rauskommt, mache ich natürlich ein Let's Play von. Könnt ihr euch drauf freuen. Wahrscheinlich auch mehrere Let's Play together. gucken wir mal, ne? Also, nicht wundern, hier ist alles auf Englisch, die echte Version, dann wird, da gehe ich mal stark davon aus, dass die dann auch auf Deutsch geben wird. Gut, wenn wir hier auf Online gehen, dann connectet er, dann können wir hier ein Spiel machen. Wie gesagt, momentan geht nur das. Die Kampagne ist noch nicht da und man kann halt nur freie Gefechte machen und bisher auch nur mit den Russen. Ich habe noch nicht gefunden, wie ich auch mit den Deutschen spielen kann, und ich denke mal, also ich sehe es immer, dass man Multiplayer auch mit den Deutschen spielen kann. Davor noch hier in Options, ja, kann man natürlich alles einstellen, Tutorials, Replays und Customizer. Customizer. Ah, hier kann man es umstellen, vielleicht wäre ja schlau. Also man kann doch beide spielen. Ich habe gestern nicht gescheit aufgepasst. Ich zeige euch natürlich erstmal die Russen. Also das ist jetzt etwas anders. In Company of Heroes war es ja so, dass die Musik ein bisschen laut ist und mich stört und deswegen bisschen leiser. So, war es ja so, dass man einen einzelnen Tech Tree hat. verdammt, das habe ich schon wieder versaut. Also man hatte quasi drei Doktrinen, die man sich auswählen konnte, und da konnte man dann alles erforschen. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Man hat hier also diese drei Commander. Ja, es werden noch mehr, also man kann auch fünf bekommen. Und wenn man hier drauf geht, sieht man rechts, was die alles haben. Also einmal T4385 Medium Tank, Vehicle Crew Repair Training, Mark Vehicle, Guard Rifle Infantry und HM 3802mm Mörser, und das haben eben alle drei, so verschiedene. Hier zum Beispiel eine 152mm Obuze, Drill Assault Package Upgrade, das heißt, dass alle dann mit Maschinenpistolen, meine ich das, ja, ausgestattet werden, und allen möglichen andere Sturmweg Angriff und sowas. Und dann hier nochmal ES2 Heavy Tank AT KV 8 Flamethrower an die Tank Gun Ambush Taktik, alles mögliche, und es werden hier noch mehr. Also hier sieht man dann, es kommt noch Armored Vehicle Detected und so weiter. Da kommen noch zwei, die man sich dann für irgendwann freischaltet. Ja, in Rooster kann man hier auch nochmal damit habe ich noch nicht genau auseinandergesetzt, also hier kann man noch die Skins von den einzelnen Fahrzeugen auswählen. Ist soweit eigentlich ein bisschen unnötig, aber egal. Ja, dann hier bei Bullets, da kann man sich eben Sachen freischalten und hier reinhauen. Extra Military Training paid off in a number of ways. Infantry were more comfortable with their roles on the battlefield, bla 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 bla. Na hier, da werden die ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, Skins hatten wir schon, Commander. Ich glaube nicht, dass man bei den Commandern hier noch irgendwas austauschen kann. Das weiß ich nicht, ob das später geht. Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden, wie das geht. Wenn es einer weiß, kann er es ja mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich bin noch relativ neu. Also zwei Gefechte, das war's. Hier geht es dann bei den Deutschen natürlich auch. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Hier geht's Railway Artillery Support. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann Command Tank
Pack 43, also 43er Pack. Huldown, Panzer, Tactikum, alles mögliche, ja. Sektorartillerie, leichte Feldhaubitze, 18 gibt's auch wieder. Smoke Bombs und ein Motor, also ein Mörser Hardtrack. Dann hier Stuka Bombing, Tiger Tank Unlock, Spotting Scope, Overlight, Half-Track Legal. Ja, hier gibt es dann natürlich auch wieder, das habe ich schon freigespielt, kann ich hier auch nochmal reinhauen. Dann kann ich bei Skins hier natürlich auch hier kann ich verschiedene Camouflage wählen. Tiger Tank gibt es leider überhaupt nicht hier gerade. Da muss ich zu dem anderen Commander hier gehen, ha? Oder auch nicht. Aber wie gesagt, da war ja noch nicht. Heavy Winter Skins, naja. Auf jeden Fall, hier kann man alles mögliche einstellen. Da habe ich mich zwar noch nicht so ganz auseinandergesetzt, aber ja. Auf jeden Fall, wir wollen mal anfangen, gehen auf Online. Air Connected. Und momentan stehen hier nur diese paar Maps zur Verfügung. Da werde ich euch einfach mal ein paar zeigen. Nicht wundern, ich werde es mir sehr leicht machen. Heißt, wir nehmen jetzt einfach mal... Ja, die habe ich gestern schon gespielt, die ist eigentlich ganz lustig. Und ich will euch das Spiel zeigen und deswegen mache ich es mir leicht. Und lass uns so eine kleine Übermacht sein. Das heißt, es reicht, wenn die beiden gegen die beiden spielen und ich bin hier hinten und chille und grille. Ihr kann ja noch die Army switchen. Ja, ah, so geht das. Haha, jetzt habe ich es rausgefunden. Yay. Ja, hier kam ja auch Public und Private. Ich mache jetzt erstmal Private, weil ich es euch zeigen will. Dann Options. Kann man hier einstellen, etwa Standard Resource und High Resource. Und Conditions, Victory Points. Oder also Victory Points, das heißt, das kennt man schon aus dem ersten COH. Es gibt solche großen Flaggen, die man halten muss, solange bis der Gegner eben die entsprechende Anzahl an Points nicht mehr hat. Oder hier Annihilation, also heißt ausrotten, solange bis die gegnerische Base komplett weg ist. Das mache ich mal, weil ich es einfach lustiger finde. Ich würde sagen, starten wir doch mal das Spiel. Auf die Wahl der Taktik der verbündeten CPU hat man keinen Einfluss, soweit ich das gesehen habe. Ja. Jetzt sieht man schon einen neuen Loading-Screen. Ich bin der Einzige, der noch nicht geladen hat. Geht ja gar nicht. I was killed near in a nameless bog. The fifth company on the left flank. In a cruel air raid. Das ist blöd für dich. Press any K, wir starten mal. Ja, und da sind wir. Wie gesagt, hier unten haben wir wieder unsere drei Kommandanten. Und hier haben wir jetzt unser Hauptquartier. Das sieht sehr hässlich aus. Aber was soll's. Und am Anfang steht uns ein Building Group zur Verfügung. Sag ich mal. Und hier hat man dann zwei Möglichkeiten. Entweder Production Buildings. Das heißt, entweder hier, also für die... Fürs Hauptquartier, also hier Special Rifle Command, da kann man, da steht in Gelb dann auch Order in Special Command Troops M3A1 Scout K und Scout Sniper Squads. Und unten sieht man auch, na, muss man hier gucken, da sieht man auch 200 Geld kostet uns das und 40 Treibstoff. Und hier gibt es Support Weapon Company, heißt das auf Englisch wahrscheinlich übersetzt, Campania. Orders in M1910 Maxim Heavy Machine Gun, Mörser und Feldkanone, die nehme ich mal, weil das ist immer ganz lustig. Starting Construction. Was natürlich auch lustig ist, wenn die mit russischem Akzent Englisch reden. So. Im Hauptquartier kann man sich hier einmal die Pioniere holen und dann nochmal die als einfachen Schützengrupp. Kann man hier dann noch im Field Infirmary holen. Das heißt, im Hauptquartier stehen dann Medics zur Verfügung. Außerdem hier dann noch Molotov Package. Das heißt, alle Truppen haben dann Molotov Granaten.
Und Anti-Tank-Grenade-Package, das gleiche mit Anti-Tanks. Units awaiting orders. Hier hinten kommt gerade unsere Einheit. Hier blinkt sie die ganze Zeit, da kann man sich jetzt eben aussuchen, welches man nimmt. Ich gehe jetzt mal von links nach rechts durch, das heißt, als erstes nehmen wir den. Und wie man schon sieht, man hat hier keine Wahl irgendwie zu entscheiden, wie lang man geht. This building is ready to train good Soviet soldiers. Das heißt, er geht automatisch von links nach rechts, je nachdem wie viel wir haben. Das heißt, hier, wenn wir 3 Punkte erhalten, kriegen wir das freigeschaltet bei 4 und das, das und das. Und so weiter. So, dann nehmen wir hier mal unser Heavy MG mit. Die 2 Schützengruppen, damit, ja, die Bots gehen natürlich jetzt hier schon mal ab. Ja, ist schon Stress, dann gehe ich mal hier hinter. Kloppen wir uns um den Bereich hier, also. Go. Ah ja, hier oben sieht man die kompletten. Da oben sieht man meine ganzen Truppen, oben Infanterie, unten kommen dann auch noch Panzer und sowas hin. Wenn man die hat, das seht ihr dann später. Und hier ist eben schon mal unser Heavy MG. Das nehme ich doch glatt mal mit. Hier rüber. Zusammen mit denen. Hier sieht man, die haben keinerlei Deckung. Deswegen, wenn sie angegriffen würden, hätten sie eben wenig Chancen, weil sie auch auf dem Feld stehen. Aber jetzt rücken wir hier mal weiter vor. Unser MG hier hinten noch dran. Hier können wir schon mal gucken. Ich könnte jetzt hier ein Special Rifle Command holen, aber ich spare da lieber auf. Den hier. Oder nee, ich hol mal den hier, genau. Ich zeig alle Häuser, so hol ich mal den. Sparen ist hier nicht angesagt. So, hier bitte weiter. Wie man eventuell sieht. So, rein da. Wie man eventuell sieht, die fahren hier gerade über Eis. Das heißt, wenn hier jetzt Arti reinkommen würde, würden sie versinken. Das ist ja dieses besagte. Wie man schon sieht, das ist ein anderes MG. Der fährt wie so ein Kinderwagen vor sich her. Mein kleines Baby! Und baut es dann auf. Also das ist ein bisschen anders als die im ersten Teil, die MGs. Soldiers ready. Ja. Hier wird gerade fleißig gebaut. Ich könnte hier auch leichte Feldhobbits, also Feldkanonen holen, die halt dann auf relativ kurze Reichweite unterstützen. Mal jetzt mal nicht. So, ich sollte hier vielleicht nicht. Ja, doch. So, ich rück mal hier vor, genau. Wenn man hier in diesem Kreis steht, dann erobert man quasi den Sektor. I need dich. Ich brauche dich hier hin. Holding it is another. Gun crew standing by. Taking fire. That sector for Stalin. So, MG steht hier. Enemy MG. Hier baut auf und geht schon leicht ab. The enemy has killed another infantry. Und ich werde hier gerade weggemörsert. Das ist... Scheiße. Oh, ich gehe hier gerade raus. So, da, ich wollte euch nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Einfach so mal reinrauschen. Also hier, Moment, ich muss ganz kurz die komplett Sound bisschen runter, weil es doch ein bisschen laut war. Okay, hier können wir jetzt Sniper holen, ein Light Scout Car, das ist immer praktisch, und ein Guards Rifle Infantry, da habe ich noch nie genommen. Equipped with rifles and grenades, effect a medium long range against enemy infantry. Probieren wir es doch mal aus. So, ich muss jetzt hier drüben ein bisschen unterstützen. Ich kann jetzt auch mal eine leichte Feldkanone bauen, genau. Hier spare ich dann schon wieder. Wie viel brauche ich fürs nächste bessere? 90, okay. Und sie. So, und hier kommt jetzt schon mein Truck. Und das Praktische ist, also der ist eigentlich ein Half-Track, wie man ihn nur von den Amerikanern kennt, nur dass er hinten keine Ketten hat.
Hat vorne, das sieht aus wie ein Kaliber 50 MG der Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist, also ob sie das übernommen haben oder nicht. Und hinten sieht aus wie ein Browning. Ja, und jetzt kommt zum Speziellen hier. Hier links seht ihr jetzt die Uhr. Blizzard ist incoming. Das heißt, in 44 Sekunden geht hier die Luzi ab. Und das heißt, Björn sollte jetzt schon mal seine Einheiten in Sicherheit bringen. Zumindest die Infanteristen. In der Basis sind sie von der Kühlung generell geschützt. Das heißt, hier brauche ich jetzt nicht ein Lagerfeuer aufbauen. Noch zur Information, bei den Pionieren gibt es hier rechts hier Field Defense. Das heißt, ich kann hier Minen, Stacheldraht und Lagerfeuer bauen. Zum Beispiel hier für 100 Geld. Dann werden alles in diesem Umkreis quasi, ja, geschützt. Aber das braucht man nicht machen, denn in der Basis sind sie generell geschützt. Es lohnt sich halt, wenn man irgendwo hier mit drin sicher eine Stellung aufbauen will. So. Ich baue jetzt hier mal meine Feldkanone auf. Und wenn man hier mal eben schaut, die Reichweite hält sich in Grenzen. Und ich muss die jetzt mal in Nähe von irgendeiner Stellung bringen. Ich bringe jetzt mal hier hin, um da mich vor der Kühlung zu schützen. Die sind im Auto, damit sollten sie auch vor der Kühlung geschützt sein. Schicke ich mal hierher. Moment. So, hier kann ich jetzt ein bisschen Unterstützung geben, indem ich den aufbaue und meine eigenen Leute abbombe, weil die reinrennen. Feuer einstellen. Weiter vorrücken. Wie gesagt, in Fahrzeugen sind sie gegen Unterkühlung geschützt. Und wenn ich jetzt hier eine Gear frei irgendwo rumlaufen lassen würde, kann ich ja mal zeigen. Marschiert mal hier rüber. Ich kann ja hier mal einfach, damit ich einen Nutzen haben, das hier. Also dann kriege ich drei mehr Treibstoff. Reicht das? Nein. Also wenn sie über längere Strecke gehen, entscheidet, entsteht hier links so ein Thermometer kommt dann hoch. Und damit weiß man dann also, die sind unterkühlt, und wenn ich die nicht in die Nähe von einer Feuerstelle bringe, dann gehen sie mir drauf. So, ich versuch mal. Komme ich hier mit? Nein. Natürlich nicht. Also die hat eine ziemlich kleine Reichweite. Kann man auch gegen Panzer einsetzen. Oh, hier habe ich einen Point captured. Vorrücken. Sehen wir auch. Ach du Scheiße. Schnell über Eis und dann. Zack. Ja, die ist relativ effektiv, wie man vielleicht gesehen hat. Ein Schuss und es war fast ausgenockt. Mein Ding ist leider auch schon fast ausgenockt. Und deswegen werde ich hier gerade schon weggemörsert. Hier sieht man die Thermometer. Rennt doch nicht rein hier. Da baue ich jetzt, balze ich jetzt mal fett drauf. Nein, aufhören, aufhören. Jetzt sind die da echt komplett reingerannt. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ja, genau deswegen. Kann ich hier auch mit Light Machine Guns ausrüsten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier die... Oh, alter Schwede. Leute, Leute, Leute. Tötet den. So, Blizzard ist weg. Meine Field-Kanone sollte mal hier, bitte. Wo ist... Mein Pio-Trupp ist draufgegangen. Geile Sache. So, ich kann jetzt Mark Vehicle einsetzen. Ich kann jetzt Vehicle Mark. Deutsche Übersetzung kommen.
und er trifft nicht. Knick in Optik oder was? Our unit count is increasing. So. So lange brauche ich hier hinten schon mal... Ja, hier, der nächste größere Gebäude. Taking fire! Also bitte entschuldigt, wenn ich noch nicht ganz so über Pro-mäßig spiele. Ich, wie gesagt, ist mein drittes Gefecht. Ich muss selbst erstmal klarkommen. Um mich mal hier hin. Ich stelle das mal dahin. Dadurch bin ich da direkt am Feuer, habe dadurch ja, Wärme, die mich schützt. Ich kann da versuchen, Deckung zu geben. Weil die macht halt automatisch alles, was im Schussbereich ist, an Gegnern, beschießt sie eben. Und da bombe ich jetzt einfach mal rein. Ah, das sind solche Freunde von mir. Hier sind wir schon den ersten Löcher im Eis, das heißt, da Arti raufsetzen und alle, die draußen gehen, baden. Und das bei den Kälte, bei der Kälte hier teilweise nicht so das Witzigste. Ja, hier habe ich jetzt schon ein fettes Problem. Pioniere mit Flammenwerfern. Ich kann ja mal versuchen, das Eis zum Brechen zu kriegen. Ob das was wird, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, jetzt haben wir hier hinten hingestellt, aufgebaut, können wir T-3485 holen, wenn wir... warte ich noch so lange, dann können wir uns gleich zwei holen. T-3476, T-70 Light Tank und ein Half-Track Transporter. So, jetzt muss ich so lange nur noch irgendwas machen, damit ich die Punkte auch bekomme. Meine Field Gun alleine hier damit zu unterstützen ist ein bisschen wenig. Okay, wie viel kosten denn hier meine Premium-Soldaten, ja, okay, hol ich mir davon mal zwei. Dann marschiere ich hier gleich meinen Durchmarsch. So, bitte mal neu ausrichten. Alles ganz praktisch, von der Stellung hier kann ich hier das alles wunderbar unter Beschuss halten. Gleich mal, was ich noch mängelnd anmerken muss, ich bin hier die ganze Zeit schon auf maximaler Rausscrollstufe, das heißt, man kann sehr weit raus reinscrollen, aber nicht weit rausscrollen, das nervt mich. Das war, wenn man Blitzkrieg-Mod gewöhnt ist, ist das echt schlimm. Soldiers ready. Soldiers are ready. Okay, warte ich nochmal auf meine restlichen, die sollten jetzt dann auch gleich kommen. Hier oben sieht man auch, der ist gleich fertig und der ist noch nicht mal angefangen zu produzieren. Weil er eben erst produziert, wenn der davor, der Trupp aus dem, ja, Lager quasi raus ist. So, die können wir nicht ausrüsten, dafür hätten wir einen anderen Commander nehmen müssen. Dich hier rüsten wir mal mit Light Machine Guns aus. So, und dann würde ich sagen, mal schauen wir schon mal los, ne? Hier, das sieht man auch, der hat ein Motorproblem. Das heißt, der fährt nur noch mit gedrosselter Motorleistung. Da kann ich natürlich jetzt auch mit meinen Pionieren hingehen und ihn reparieren, aber die sind in meiner Base, also bin ich egoistisch und deswegen repariere ich den nicht. Bla bla bla. Nee, also, man kann natürlich hier auch vorne, weiß gar nicht, ob man sich wieder Hauptquartiere in den Häusern bauen kann. Müsste ich danach eigentlich mal gucken. Ah, das war der falsche. So, wie man schon sieht, die kommen nicht aus den Häusern, sondern irgendwo aus dem Kartenrand. Ist zum Teil ein bisschen sinnvoller. Ah, Blizzard is approaching, eine Minute noch.
Ist natürlich teilweise ein bisschen sinnvoll, weil in so einem Erdloch hier, okay, da geht es zur Seite zwar nicht noch weiter, also ist unter der Erdisch, aber dass da dann andauernd Typen raushüpfen, das ist doch ein bisschen unlogisch. So kann man quasi sagen, die wurden rekrutiert und sind an die Front verlegt worden. Das ist da der Trupp und der ist da und der ist schon da vorne. Yay! Es wird Zeit für T-34-85 Medium Tank. So, das war mein erster Part und wir sehen uns gleich wieder.